Studenten des Faches Biotechnologie im zweiten Semester und stellen euch heute eine alte Klausuraufgabe zum Thema Dampfdruck vor. So, ich bin Alissa und stelle euch jetzt Aufgabenteil A der Aufgabe für molare Verdampfungsenthalpie vor. Also in der Aufgabe wird der Dampfdruck von flüssigem Wasser bei verschiedenen Temperaturen gemessen und ich sollte nun die molare Verdampfungsenthalpie berechnen. Wie man in der Tabelle sehen kann, haben wir einmal die Messung für zwei verschiedene Temperaturen gegeben. Einmal für T gleich 50 Grad Celsius, da ist der Dampfdruck liegt ja bei 123,3 Millibar. Und bei 60 Grad Celsius bei 199,1 Millibar. Bei der Berechnung sollte man natürlich auf die Einheiten achten, dass man Millibar in Bar umrechnet und die Temperatur in Kelvin. Jetzt kommen wir zum Rechenweg zu dieser Aufgabe. Zunächst haben wir die molare Verdampfungsenthalpie gelernt. Wenn man sich diese Formel mal anschaut, wir haben den Ln vom Druck und Delta 1 durch T, die Gaskonstante und die Verdampfungsenthalpie. Aber schnell wird hier das Problem klar, dass wir diese Formel nicht verwenden können, da wir zwei Temperaturen und zwei verschiedene Drücke gegeben haben. Daher verwenden wir hier die Clausius-Clapeyron-Gleichung, die wir bei Herrn Laut gelernt haben. Und dabei berechnen wir den Ln der Drücke, also den Druck 2 durch den Druck 1. Gleich ist die negative Verdampfungsenthalpie durch die Gaskonstante, die bei 8,314 Joule pro Mol mal Kelvin liegt. Und das multiplizieren wir dann mal, Klammer auf, 1 durch T' minus 1 durch T, Klammer zu, um dann da auch wieder die Differenz zu haben. Im Folgenden setzen wir die gegebenen Werte in die Clausius-Clapeyronische Gleichung, die ich gerade erklärt habe, ein. Zunächst setzen wir in den Ln die Drücke ein und da muss man dran denken, dass man ja, Millibar gegeben hat und dass man das dann in Bar umrechnet. Also haben wir den Ln von 0,1991 Bar durch 0,1233 Bar und das ist gleich die negative Verdampfungsenthalpie durch die Gaskonstante R, also 8,314 Joule durch Kelvin mal Mol mal 1 durch T', also die 60 Grad, das sind dann natürlich 333,15 Kelvin, minus 1 durch T, die 50 Grad, also durch 323,15 Kelvin. So, jetzt haben wir den Ln ausgerechnet. Das sind 0,47918 gleich die negative Verdampfungsenthalpie durch die Gaskonstante mal minus 0,00009288 durch Kelvin. Im nächsten Schritt wurde jetzt mal die Gaskonstante gerechnet und dann kommen wir auf 3,983909252 ist gleich die negative Verdampfungsenthalpie mal minus 0,00009288 durch Kelvin. Und ja, dann rechnen wir das auch noch rüber. Dann haben wir minus 42.893,007332 Joule durch Mol gleich die negative Verdampfungsenthalpie. Und da wir die Verdampfungsenthalpie brauchen und nicht die negative Verdampfungsenthalpie, rechnen wir das ganz einfach nochmal minus 1. Und dann bekommen wir für die Verdampfungsenthalpie einen Endwert von 42.893,00732 Joule pro Mol raus. Wir können nun festhalten, dass bei Aufgabenteil A die molare Verdampfungsenthalpie 42.893,00732 Joule pro Mol beträgt. Ich bin Julia und stelle euch den Aufgabenteil B vor. In dem war es die Aufgabe, die Temperatur T-Wapp zu berechnen, bei der Wasser siedet, wenn ein Umgebungsdruck von 314 Millibar herrscht. Dazu verwenden wir auch die Clausius-Clapeyron-Gleichung, die wir auch schon in Aufgabenteil A zur Berechnung benutzt haben. Der Ln von PA' durch PA ist gleich minus die Verdampfungsenthalpie geteilt durch die Gaskonstante mal 1 durch T' minus 1 durch T. Die Gleichung habe ich nach 1 durch T' umgestellt, da T'
der gesuchte Wert ist. Umgestellt lautet die Gleichung dann 1 durch T' ist gleich minus del n von PA' durch PA mal die Gaskonstante geteilt durch die Verdampfungsenthalpie plus 1 durch T. Wir haben auch einige Werte schon gegeben, die wir dann in die Gleichung einsetzen. Das wären zum einen die molare Verdampfungsenthalpie, die wir in Aufgabenteil A berechnet haben. Das sind 42.893,00732 Joule pro Mol. Die Gaskonstante R gleich 8,314 Joule pro Kelvin bei Mol. Den Druck A', der in der Aufgabenstellung gegeben ist. Das sind 314,0 Millibar. Das habe ich umgerechnet in 0,314 Bar. Dann haben wir noch den Druck A gegeben. Den habe ich aus Aufgabenteil 1 übernommen. Das sind 123,3 Millibar und umgerechnet dann 0,1233 Bar. Und zuletzt haben wir noch die Temperatur T gegeben. Die habe ich ebenfalls aus Aufgabenteil A übernommen. Das sind 50 Grad Celsius und das habe ich schon umgerechnet in Kelvin. Das sind 323,15 Kelvin. Im Folgenden werde ich euch den Rechenweg darstellen. Dazu habe ich alle gegebenen Werte, die ich in der vorherigen Folie schon dargestellt und auch in die richtigen Einheiten umgerechnet habe, in die nach 1 durch T' umgestellte Clausius-Clapeyron-Gleichung einsetzen. Das ist dann 1 durch T' ist gleich minus del n von 0,3140 bar durch 0,1233 bar mal 8,314 Joule pro Kelvin mal Mol geteilt durch 42.893,00732 Joule pro Mol plus 1 durch 323,15 Kelvin. Dabei ist es ganz wichtig, dass man sich mit den Einheiten nicht verhaspelt, damit auch im Endeffekt die richtige Einheit rauskommt. 1 durch T' ergeben dann 0,00291335011, 1 durch Kelvin. Wenn man das dann noch umrechnet in T', haben wir einen Wert von 343,25 Kelvin. Somit haben wir auch schon den Aufgabenteil B gelöst und herausgefunden, dass bei einem Umgebungsdruck von 314,0 Millibar Wasser bei einer Temperatur von 343,25 Kelvin siedet. Um noch einen besseren Zusammenhang zu schaffen, habe ich das noch in Grad Celsius umgerechnet und das sind 70,1 Grad Celsius. Hallo, mein Name ist Marvin Paar und ich stelle euch den Aufgabenteil C vor. Die Frage dort lautet, wie ändert sich der Dampfdruck des Wassers bei 50 Grad, wenn zu dem Wasser etwas Ethanol zugegeben wird? Ethanol ist eine homogene Mischung, also Ethanol mit Wasser. Und jetzt noch ein paar Fakten zu Ethanol. Ethanol ist ein einwertiger Alkohol mit der Summenformel C2H6O. Er ist gut wasserlöslich und hydrophil. Er ist polar wegen der OH-Gruppe, die er besitzt. Um diese Aufgabe lösen zu können, brauchen wir das erste Raoultsche Gesetz. Dies seht ihr hier. Dabei steht P für den Partialdruck, P0 für den Dampfdruck des Reinstoffes und X für den Stoffmengenanteil. Dann kann man noch dazu was sagen. Wenn die zugefügte Komponente einen vernachlässigbaren Dampfdruck hat, gilt, der Dampfdruck sinkt proportional zum Stoffmengenanteil. Und da Ethanol einen vernachlässigbaren Dampfdruck hat, kann man also sagen, dass der Dampfdruck proportional zum Stoffmengenanteil sinkt. In dieser Folie ist nochmal das Ergebnis zusammengefasst. Dort sieht man, dass Ethanol mit Wasser einen kleineren Dampfdruck hat als Wasser. Hallo,
ich bin die Julia und ich stelle euch die letzte Aufgabe vor. Die letzte Aufgabe ähnelt sehr dem Aufgabenteil C, nur haben wir diesmal anstatt Ethanol Oktan, wodurch ein heterogenes Gemenge entsteht. Auch diesmal sollen wir wieder herausfinden, ob der Dampfdruck gleich bleibt oder sich ändert. Um zu wissen, wie sich der Dampfdruck ändert, wenn wir Oktan zu Wasser hinzufügen, müssen wir einige Dinge über Oktan wissen. Oktan ist ein gesättigter Kohlenwasserstoff mit der Summenformel C8H18. Er ist wasserunlöslich und wird mit Wasser zusammen als chemisch inert bezeichnet. Inert kommt aus dem Lateinischen für untätig, unbeteiligt, träge. Das bedeutet, dass absolut keine Wechselwirkungen oder Reaktionen stattfinden, wenn wir Oktan zu Wasser hinzufügen. Und allgemein gilt, beim Mischen von inerten Stoffen ändert sich der Dampfdruck nicht. Sodurch ist die Aufgabe auch ziemlich einfach. Da sich bei unserem inerten Gemenge absolut nichts tut, bleibt auch der Dampfdruck gleich. So, das war's auch schon von uns. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ihr konntet uns gut folgen. Tschüss! Ciao.